Ja, ich wollte davon berichten, wir hatten heute eine Anfrage im Rat zum Thema Verkauf von 2 Mietswohnungen, die im städtischen Eigentum sind, in Flingern an der Lindenstraße, Hermannsplatz. Wir wissen alle, dass in Flingern sich gerade die Entwicklung dahin bewegt, dass die Wohnungen immer teurer werden, viele alteingesessene Bürger aus dem Stadtteil wegziehen müssen deshalb. Grundsätzlich finden wir natürlich eine positive Entwicklung in Flingern gut, aber wir möchten trotzdem die Bevölkerungsstrukturen schützen und haben die Stadt gefragt, welches wohnungspolitische Konzept sie hier verfolgen mit diesem Verkauf von 2 Wohnhäusern mit 15 Wohnungen, Mietwohnungen zu bezahlbaren Preisen. Und ja, wir wollten auch wissen, ob es finanzielle Gründe gibt und wenn ja, welche. Das heißt, gibt es hier positive Effekte für den städtischen Haushalt? Wir haben nämlich nachgerechnet, dass das nicht der Fall ist, weil wir nämlich gleichzeitig auf dem freien Wohnungsmarkt Belegungsrechte einkaufen müssen, um geförderten Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Wir wissen ja, dass 50% der Bürger hier in Düsseldorf schon Anspruch darauf haben, auf geförderten Wohnraum. Deswegen sehen wir weder einen finanziellen Vorteil für den Haushalt. Ganz im Gegenteil, wir haben das mal ausgerechnet, wenn man diese Wohnung mit als geförderte Wohnung vermieten würde, was ja momentan nicht der Fall ist, würden wir nach 15 Jahren sogar mit einem Plus von 240.000 Euro rauskommen. Und da fragen wir uns, was soll das? Die Antwort der Verwaltung war mal wieder sehr schön ausweichend. Da ging es dann um den neu gestalteten Spielplatz und weiß ich nicht was alles, aber nicht wirklich eine Antwort auf unsere Fragen. Wir werden das weiterverfolgen im Ausschuss für Wirtschaft und Liegenschaften, weil das, finden wir, ist eine Fehlentwicklung, sowohl zum Schutz der Bevölkerungsstrukturen in diesen Stadtteilen, zur Verfügungstellung von bezahlbarem Wohnraum, um halt auch die Mietpreisentwicklung auf dem öffentlichen Wohnungsmarkt halt etwas zu beeinflussen. Und wir sehen es als auch eine auch wirtschaftlich negative Entwicklung, hier unseren Eigentum zu verkaufen. Auf lange Sicht schneiden wir uns damit selber ins Fleisch.